Gut, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium, Aufgabenblatt 4. Und ganz viel Zahlendarstellung und Gleitkommazahlen, falls ihr euch das Blatt schon mal angeguckt habt. Ja, steigen wir mal direkt ein. Die erste Aufgabe heißt Darstellung negativer Zahlen und das für die gegebenen 8-Bit-Muster dezimale Werte angegeben werden sollen. Ich habe da auch mal ein Beispiel mitgebracht. Wichtig ist jetzt erstmal das Grundsätzliche, um sich das vorzustellen. Also es geht jetzt nicht darum, ihr sollt irgendwie später mit den Dualzahlen viel machen, sondern wir gucken irgendwo im Programmcode rein oder im laufenden Computerprogramm. Wir gucken rein wie mit einer Lupe und wir haben 8-Bit, die wir da sehen. So, wir wissen erstmal nicht, was steckt hinter diesen 8-Bit vom Grundsatz her. Und es könnte sein, dass dort die Zahl in einem Format abgespeichert wurde wie Ganzzahl im Dualsystem. Es könnte aber auch sein, dass da eine Zahl abgespeichert wurde im Format Betrag und Vorzeichen. Oder im Format Access-127-Kodierung. Oder im Format Einer-Komplement oder im Format Zweier-Komplement. Ja, das ist, wie gesagt, es geht darum, wir sollen jetzt da nicht den Wert der Zahl da verändern, sondern wir sollen rausfinden, wenn das jetzt da so abgespeichert wurde in diesem Format, was für eine Zahl ist das dann im Dezimalsystem dann. Ja, das ist vor allem dann bei Einer- und Zweier-Komplement, da nehme ich gleich nochmal wichtig. Gut, also wir haben 8-Bit. Das erste Beispiel wäre so, dass die letzten 3 Bits mit Einsen belegt sind. Und das Ganze soll als Ganzzahl im Dualsystem betrachtet werden. Wie kriegen wir da jetzt unsere Dezimalzahl raus? Ja? Genau, wir können in dem Fall die Potenzen ganz einfach nehmen und addieren. Also das ist ja 2 hoch 0 dann, 2 hoch 1, 2 hoch 2. Ganz normal eine Dualzahl ins Dezimalsystem umwandeln. Ganzzahl im Dualsystem, die kleinste Zahl, die wir quasi dafür haben, die jetzt bei einer 8-Bit-Kette sein könnte, wäre die 0. Und die höchste, das wären dann eben, ne, alles Einsen. Und das würden wir einfach nur umwandeln. 3 Einsen. Ja, wenn ihr euch da erinnert vielleicht oder es mittlerweile im Kopf habt, ist dann die 7. Wie ist das jetzt, wenn wir Betrag und Vorzeichen haben als Format, was dort ist? Ja? Ich glaube, dass wir die erste Zahl entweder mit 0 oder 1 angeben. 0 bedeutet, es ist eine positive Zahl und 1 ist eine negative Zahl. Richtig, genau. Also wir müssen erstmal gucken. Wir haben gar nicht 8-Bit zur Verfügung, sondern wir haben eigentlich nur noch 7-Bit für den Wert. Und das erste Bit, das ist unser Vorzeichen. Und genau richtig, 0 wäre für eine positive Zahl und 1 für eine negative. Also merkt euch das am besten immer so mit, wenn das Vorzeichen-Bit gesetzt ist, dann haben wir eine negative vorliegen. Dann muss das Minus gesetzt werden. Und mit den restlichen 7 Bits, was machen wir da? Genau, die können wir ganz einfach umwandeln, wie wir es eben auch mit 8 Bits gemacht haben für die Ganzzahl. Nur hier halt eben mit 7 Bits. Also das erste ist das Vorzeichen. Deswegen hatte ich. Genau, hier ist es dann einfach nur plus 7. Also das Plus wegen der 0. Positiv. Und das andere gibt dann die 7. Gucken wir uns mal die zweite Zahl an zum Vergleich. Da ist es in dem Fall 6 Einsen und 2 Nullen. Die erste Zahl umgewandelt, da würden wir wieder alle 8 Bits nehmen, wie eben. Es fehlen uns zum nächst höheren, also zur 256 fehlen uns insgesamt 4 Bits, also sind das 252. Und ja, bei Betrag und Vorzeichen
hat das jetzt aber eine Auswirkung, weil wir die 1 als Minus ja dann eben sehen müssen. Und nur noch 7 Bits übrig haben für die Zahl. Welche Zahl steckt da jetzt hinter? Naja, es fehlen weiterhin 4 Bits zur nächsthöheren Potenz, ja? Genau, minus 124. Also 128 wäre ja die höhere, nächsthöhere Potenz. Und es fehlen insgesamt, also wenn wir hier die beiden Einsen füllen wollen würden, würden wir ja 1, 1 wäre ja 3. Aber wir wollen ja noch eine, würden noch eine weiter zur nächsten Potenz, wäre 4. Also fehlen 4 zur nächsten Potenz. 128 minus 4 sind 124. Und weil es ne negativ ist, wegen der 1 davor, minus 124 hier. Okay, das ist jetzt ein bisschen Trickserei. Ihr könnt euch natürlich das auch anders umrechnen, aber das einfach nur so manchmal als Tipp, als Gedächtnisstütze. Manchmal hilft es sich so von der nächsten Potenz das runterzurechnen, statt alles aufzuzählen. Ist das noch, du schaust noch ein bisschen fragend oder? Okay. So, dann kommen wir oben, gehen wir wieder zur ersten Zahl, die Access-127-Kodierung. Hattet ihr die in der Vorlesung schon? Ja, was wisst ihr darüber hier? Was müssen wir, wo müssen wir vielleicht, was müssen wir vielleicht machen? Achtung, steht da was von der Gleitkommazahl? Nee, wir können auch einfach nur eine Access-127-Kodierung haben. Du hast recht, die Access-127-Kodierung kommt insbesondere, oder werden wir sie kennenlernen, oder habt ihr sie kennengelernt im Bereich mit Gleitkommazahlen. Aber grundsätzlich heißt Access-127-Kodierung erstmal nur, die Zahl ist Access-127 kodiert, die da ist. Das sagt uns jetzt noch nichts über eine Gleitzahl. Was ist denn, ja, wie sieht denn die Kodierung aus bei Access-127? Ja, gerne. Genau, also bei der Gleitkommazahl nach IEEE 754 ist das, dass wir den Exponenten dann eben subtrahieren müssen. Jetzt haben wir halt eben nur eine entsprechende Kodierung vorliegen. Und die Berechnung für eine Zahl, also in eine Zahl in einer Access-127-Kodierung ist, wir haben unsere Zahl Z. Die berechnen wir dadurch, dass wir unsere Zahl C bzw. die binäre Ganzzahl nehmen und davon den Offset abziehen. Gibt ja nicht nur Access-127, sondern es könnte ja auch Access-64, 53, was auch immer sein. Grundsätzlich geht es ja bei Access dabei, die Wertebereiche zu verschieben. Und damit würden wir es erstmal für uns ausrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Access-127-Kodierung habe, ich habe meine binäre Ganzzahl, die habe ich ja schon einmal oben umgerechnet. Also ich habe meine 7. Also die hier oben. Ne? Dann muss ich die, du hattest es ja gesagt, die 127 abziehen. Und komme dann 7 minus 127 auf minus 120. Also wichtiger Unterschied, hier geht es nur darum, eine Zahl in Access-127-Kodierung. Es steht nirgendwo, so wie ich das jedenfalls sehe, es steht nirgendwo was davon, dass es jetzt hier irgendwie Gleitkommazahl und Umwandeln. Da kommen wir in späteren Aufgaben zu. Hier ist es wirklich erstmal nur darum, in Access-127-Kodierung. Was aber dann ein Teil ist, den wir nachher auch brauchen. Also nachher werden wir ja genau so eine Berechnung mit einem Teil dann nachher machen. Ja. Wie sieht das dann beim unteren aus? Genau, also wir nehmen die 252, wieder die Ganzzahl, die wir hier hatten, also alle 8 Bits, minus 127, weil
Access 127 Codierung und daraus kommt dann 125 als Wert. Ne, das wäre, wenn wir jetzt, wir gehen davon aus, immer noch dran denken, wir gucken mit einer Lupe rein, haben 8 Bits vorliegen und diese Zahl wurde Access 127 codiert und damit wir das dann berechnen, also damit wir wissen, welche Dezimalzahl hintersteckt, können wir das dann so ausrechnen. Okay. Möchtest du schon zum nächsten oder ist das noch eine Frage bei dem Teil? Ja. Eine Halbfrage halt zum nächsten. Weil ich bei 1 und 2 Komplimenten war das auch so, dass bei dem einen war das auch einfach nur die Bits flippen, glaube ich. Bei dem anderen war es, glaube ich, Bits flippen und die letzte Zahl muss eine 1 sein. Die letzte Zahl, die letzte Stelle bekommt noch die 1 addiert. Genau. Also, was ist was? Okay. Genau. Genau, es gibt das Einer-Komplement und wenn man das Einer-Komplement einer Zahl bilden will, ich sage jetzt ganz vorsichtig bilden, weil hier wurden sie ja schon gebildet. Das ist eine Zahl, die im Einer-Komplement da ist oder im Zweier-Komplement. Wenn man eine Einer-Komplement-Zahl bilden will, dann invertiert man alle Ziffern. Für Dualzahlen heißt das 0 und 1 tauschen und 1 und 0 einmal tauschen. Und wenn man ein Zweier-Komplement bilden will, dann invertiert man erst. Also man bildet eigentlich das Einer-Komplement und dann addiert man eine 1 auf die allerletzte Stelle. So, hier wurden sie aber schon gebildet. Das heißt, hier gucken wir uns das Ganze an und durch die Berechnung des Einer-Komplements ist die erste Stelle wieder für uns auch wichtig. Weil was können wir an der ersten Stelle erkennen? Bei Einer- bzw. Zweier-Komplement. Es ist das Gleiche wie mit Betrag und Vorzeichen. Die erste Stelle gibt uns einen Hinweis darauf, ob es eine positive oder eine negative Zahl ist. Und bei einer positiven Zahl ist es so, dass wir dann direkt den Wert auch ausrechnen können. Wenn jetzt aber eine Zahl im Einer, also wenn das Einer-Komplement oder Zweier-Komplement einer Zahl gebildet wurde und dementsprechend jetzt eine 1 auf der ersten Stelle vorliegt, dann wissen wir, es ist eine negative Zahl. Aber wir wissen noch, wir können nicht einfach den Wert direkt ablesen, wie wir es bei einer positiven Zahl machen können. Das heißt, da müssen wir einmal das zurückrechnen. Machen wir erstmal die einfache Variante. Wir haben eine positive Zahl vorliegen und wir wollen das Einer-Komplement ablesen. Da können wir das entsprechend leicht übernehmen. Wir haben die Zahl 7 vorliegen, das heißt, wir haben auch eine positive 7 hier am Ende. Mal gerade gucken, ob an der Stelle eigentlich von euch auch erwertet wird. Das hier irgendwo zufälligerweise. Okay, tatsächlich. In den letzten Jahren hatte Herr Andreas Mede auch immer nur also tatsächlich das Positive hier auch gar nicht explizit verlangt. Genau, grundsätzlich wäre das hier jetzt eben die Zahl 7 ohne negatives Vorzeichen, also ist halt einfach die 7 im Zweierkomplement das gleiche. Wenn wir jetzt aber die negative Zahl vorliegen haben, wie gesagt, dadurch, dass das erste eine 1 ist, wir wissen, es ist eine negative Zahl. Wir wollen jetzt den Wert aber wissen. Und um bei einer Zahl im Einer- oder im Zweier-Komplement zu wissen, welcher Wert dahinter steckt, wenn es negativ ist, müssen wir das Ganze quasi nochmal bilden. Also es funktioniert rückwärts genauso wie vorwärts. Um die Zahl jetzt rauszubekommen, machen wir die gleichen Schritte. Das heißt, Einer-Komplement heißt, wir invertieren die Zahlen einmal oder die Ziffern. Und aus jeder 0 wird eine 1, aus jeder 1 wird eine 0.
Und da können wir jetzt dann unsere Dualzahl ablesen. Das ist die 3. Wir müssen aber daran denken, dass es ja eine negative Zahl war. Also die minus 3. Wenn ich dieses Bitmuster gefunden hätte, dann wäre es eine plus 3. Aber dadurch, dass ich dieses Bitmuster gefunden habe, ist es die minus 3. So. Fürs Zweierkomplement, genau schon richtig gesagt, wir müssen noch wir haben im Endeffekt zwei Schritte beim Zweierkomplement, wenn wir das bilden oder jetzt eben rückwärts das gleiche nochmal machen. Also wir invertieren einmal wieder. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir, na, so, dass wir noch eine plus 1 auf die letzte Stelle machen. Letzte Stelle heißt in dem Fall das Bit, das ganz rechts ist. Dadurch kriegen wir hier einen Übertrag und auf der drittletzten Stelle ist dann quasi unsere 1. Ja, Worte heute schwierig. Schreibt nochmal dazu, plus 1 auf die letzte Stelle. Und wenn wir das umwandeln in eine Dezimalzahl, das ist ja dann, also 1, 0, 0 ist ja eine 4. Wir hatten eine negative Zahl, womit wir gestartet sind in unserem Bitmuster. Das heißt, wir haben minus 4 am Ende vorliegen. Ist Zweierkomplement, heißt es also immer, das ist einfach eine ganze Zahl oder könnte man auch als Lösung einfach den Code sozusagen in die Reihenfolge angeben? Oder heißt Zweierkomplement halt immer, also wir geben eine ganze Zahl? Es ist okay, es hängt von der Aufgabenstellung ab. Du musst genau gucken an der Stelle. Hier ist ja die Aufgabenstellung, dass wir geben Sie für jedes der folgenden 8-Bit-Muster die 5 dezimalen Werte an, die sich bei deren Interpretation als Zweierkomplement ergeben. Das heißt, hier ist die Aufgabenstellung, dass wir ne, gucken sollen, die Zahl besteht aus diesem Bitmuster. Okay, und das ist irgendwie, an der Stelle werden Zahlen im Zweierkomplement gespeichert. Und damit wir den dezimalen Wert berechnen können, mussten wir das jetzt so umgeben. Wenn die Aufgabenstellung lauten würde, geben Sie die Zahl im Zweierkomplement an, dann, ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt woanders irgendwo? Sehe ich jetzt gerade ad hoc nicht. Also wenn die Aufgabenstellung lauten würde, geben Sie die Zahl im Zweierkomplement an, dann würden wir das als Dualzahl angeben. Weil dann sollen wir ja wirklich das Zweierkomplement angeben, nicht den dezimal entsprechenden Wert. So, ja? Wenn das eine positive Zahl ist, dann kannst du den dezimalen Wert direkt ablesen. Genau, wenn wir Bitmuster interpretieren. Ganz wichtiger. Genau, nur wenn. Genau, das ist eben der Unterschied zwischen dem, wir bilden eine Zahl und. Also wir bilden das Zweierkomplement einer Zahl oder wir sollen ein Bitmuster interpretieren, wo das schon gemacht wurde. Jetzt ist es allerdings so, dass da die Zweierkomplemente, ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch schon in der Vorlesung, warum wollen wir denn eigentlich Zweierkomplemente haben? Wofür bilden wir sie denn eigentlich? Ja? Ich glaube, wir Komplimente generell, um einfach negative Zahlen abzubilden oder um generell so Zeichen vielleicht Zahlen irgendwie war. Also ja, es ist eine Möglichkeit, negative Zahlen darzustellen, aber vor allem geht es eben darum, dass wir um Subtraktion drumherum kommen. Weil wir statt eine Zahl zu subtrahieren, mit dem Zweierkomplement dieser Zahl addieren. Und dadurch halt eben ja, um die Subtraktion herumkommen. Ja? Diese 7 oben bei einer Komplement und zwei Komplement, wieso steht da die 7? Weil für mich,
im Kopf jetzt, wenn ich Komplement heiße, Umkehrung für mich in meinem Kopf jetzt. Und dann müsste ich ja eigentlich alle 0 zu 1 machen und die 1 zu 0. Genau das, was ich am Anfang sagte, ihr sollt hier nicht bilden, ihr sollt hier interpretieren. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Achtet drauf im Aufgabentext. Es gibt einmal diesen Typ und es kann auch sein, dass der in der Vorlesung vorkommt, Vorlesung, ja, in der Klausur vorkommt. Interpretieren Sie das Bitmuster. Dann sollt ihr nicht das Einer- und Zweier-Komplement bilden, sondern interpretieren. Bei den negativen Zahlen hier unten haben wir, also da müssen wir einmal diese Berechnung machen, weil wir es sonst nicht zu Ende interpretieren können. Wenn ihr bilden sollt, dann musst du das Komplement auch bilden. Ja, das ist, ich weiß, es ist, also die Frage ist sehr berechtigt, weil das ist genau dieser eine Stolperstein hier auf diesem Aufgabenblatt, dass man einmal interpretieren soll und einmal bilden soll. Das heißt, wenn wir hätten bilden sollen, dann würden wir auch oben invertieren, aber ohne diese 1 zu addieren, oder würden wir dann oben auch machen? Die 1 addieren, das macht man immer, wenn man Zweierkomplement bildet. Also ist egal, ob die Zahl Das positiv ist oder negativ. erstmal grundsätzlich vorher von der Zahl egal. Genau. Wir haben das aber, wir kommen ja gleich noch zu den anderen Aufgaben auch so ein bisschen. Okay, gibt es erstmal hier noch Fragen? Na, wie gesagt, denkt immer dran, es geht darum zu interpretieren. Wir haben die Lupe, wir gucken da rein. Genau, ich habe hier im Chat auch nochmal die Frage, warum wurde im Beispiel oben keine 1 addiert? Weil das nur beim Bilden wäre, ne? Also ich vermute, dass sich das jetzt genau auf das Zweierkomplement bezieht. Das wäre nur, wenn wir hier irgendwas bilden würden. Aber wir interpretieren hier nur. Wir wandeln hier ja auch nichts um oben. Deswegen keine 1 irgendwie addieren. Lest einfach bei der positiven Zahl das dann nur ab für das Interpretieren. Okay, dann. Subtraktion mit Komplementen ist jetzt dann, glaube ich, das nächste Thema. Und da habt ihr vielleicht schon gesehen, dass es insgesamt, dass das Dezimalzahlen sind. Grundsätzlich können Komplemente, lass mal kurz hier ein paar Sachen schließen, sonst kommen ja die ganzen Benachrichtigungen. Sekunde bitte. So. Grundsätzlich, Komplemente können in jedem Zahlensystem gebildet werden. Deswegen spricht man manchmal auch vom B-Komplement einer Zahl und dem B-1-Komplement einer Zahl. Das Bilden ist immer das Gleiche vom Grundsätzlichen. Wenn wir das B-1-Komplement einer Zahl bilden wollen, dann invertieren wir die Zahlen. So, Dualsystem. B ist die Basis. Basis im Dualsystem ist die 2. Das heißt, das B-1-Komplement, 2-1, ist das Einer-Komplement. Und da invertieren wir, wie ihr euch eben erinnert, wie wir das auch schon einmal gemacht haben. Jede 0 zu 1, jede 1 zu 0. Das ist das B-1-Komplement im Dualsystem. Das B-Komplement im Dualsystem, Basis ist 2, ist also das Zweierkomplement. Da bilden wir erst das B-1-Komplement, also das Einer-Komplement, und dann addieren wir eine 1 auf die letzte Stelle. Erinnert ihr euch, haben wir eben ja auch gerade einmal bei der negativen Zahl schon gemacht. Wie ist das jetzt im Dezimalsystem? Dezimalsystem hat die Basis 10, das heißt, das B-1-Komplement ist das Neuner-Komplement. Auch hier können wir invertieren. Das ist natürlich ein bisschen anders. Grundsätzlich wird erstmal die höchste und die niedrigste Ziffer miteinander invertiert. Also das heißt die 0 und die 9. Und dann dazwischen zieht man das dann einmal zusammen. Das heißt, wir haben noch die 1 und die 8, die 2 und die 7, die 3 und die 6 und die 4 und die 5. Ja, also jede 4 wird dann beim Invertieren zu einer 5, jede 5 wird zu einer 4, jede 3 wird zu einer 6, jede 6 wird zu einer 3 und so weiter. Das wäre das B-1-Komplement im Dezimalsystem, also das 9er-Komplement. Und wenn wir jetzt das 10er-Komplement berechnen wollen, dann müssen wir erst das B-1-Komplement machen, also das 9er-Komplement, und dann eine 1 auf die letzte Stelle addieren.
Wenn wir jetzt nicht das Dezimalsystem hätten, sondern Hexadezimal oder Oktal, würde das Gleiche gehen. Man muss halt immer nur mal gucken, was wären quasi die Ziffern, die miteinander invertiert werden. Aber die Idee ist grundsätzlich das Gleiche. Also selbst wenn jetzt jemand sagt, aus irgendeinem Grund, ihr sollt irgendwie Zahlensystem zur Basis 5 das Ganze machen, könntet ihr mit dem gleichen Muster, okay, 5 wird ein bisschen schwierig mit dem Invertieren. Also irgendwie zur Basis, ja, weil da haben wir nicht. Da invertiert eine mit sich selber. Das funktioniert nicht so gut. Also so zur Basis 6 würde halt gehen. Da können wir wieder Paare bilden. So, wenn wir jetzt also eine Subtraktion ausführen wollen, 58 minus 14, dann würden wir statt der minus 14 das Zweierkomplement nutzen. Naja, nicht Zweier. Das B-Komplement nutzen, also das Zehner-Komplement, um eben damit zu addieren. Also egal in welchem Zahlensystem ich bin, wenn ich mit dem B, wenn ich dann statt eine Zahl zu subtrahieren, das B-Komplement addiere, komme ich auf den gleichen Wert. Beweis, Herleitung, ähnliches lassen wir hier jetzt irgendwie weg. Das ist, ich weiß nicht, ob es in der Vorlesung drankommt. Ansonsten kann man sich das sicherlich auch mal anlesen. Wichtig ist bei dieser Aufgabe noch darauf zu achten, dass da gegebenenfalls auch steht, mit wie viel Dezimalstellen gerechnet werden soll. Also wir werden das hier mit 3 Stellen machen. Das heißt, wir müssen bei jeder Zahl einmal darauf achten, dass die entsprechende Anzahl Stellen auch da ist. Ja, wenn ich sage 58 minus 14, welche Zahl muss ich jetzt ins Zehnerkomplement setzen? Ja? Ja, und also die 14. Okay, ich muss eine Sache vorher noch beachten. Was hatte ich gerade gesagt? Wir haben, wir sollen mit 3 Stellen rechnen. Das heißt, es ist die 0,14. Und welcher Wert käme da raus? Nicht ganz. Ach so, 986. 986 an der Stelle. Genau, also dann auch alle, also wenn ihr quasi Nullen ergänzen müsst, weil ihr mit mehr Stellen rechnen sollt, dann eben auch dran denken, die Null mit zu invertieren. Genau. Okay, wir haben einen, also er hat den richtigen, er hat schon das richtige Endergebnis. Wir haben aber natürlich einen Zwischenschritt machen müssen an der Stelle. Wir haben als erstes invertieren. Invertiert ist es die 985. Und dann eine 1 auf die letzte Stelle. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich. Ich habe es ja eben einmal auch schon kurz erklärt. Also bevor ich da, weil sonst schreibe ich hier immer einen halben Roman. Also das heißt, wir haben erst das 9er-Komplement gebildet, die 985 und dann die 986 ist dann das 10er-Komplement. Ja, und dann dürfen wir nämlich auch unseren Wert nehmen, die 085. Na, auch hier auf die Anzahl Stellen achten. Und statt die minus 14 zu rechnen, rechnen wir plus 986. Und kommen auf 1044. Was heißt das jetzt noch? Wir sind noch nicht ganz fertig, weil wir haben jetzt einen Überlauf bekommen. Was sagt er uns? Ja. Ja. Also, der Überlauf an der Stelle sagt, oder ja? Das ist ja jetzt sozusagen, ist das jetzt sozusagen, die Zahl ist ja jetzt, also die 1 soll ja sozusagen heißen, dass sie negativ ist, aber wahrscheinlich ist jetzt 0,44
Vorsichtig, wir sind jetzt hier nicht, wir haben jetzt hier kein Vorzeichenbit oder ähnliches und das ist tatsächlich, aber du bist auf der richtigen Fährte grundsätzlich. Wir müssen jetzt ja, wir müssen jetzt noch irgendwie nämlich wissen, ob unser Ergebnis eine positive oder negative Zahl ist. Und dadurch, dass wir in der Berechnung hier den Überlauf haben, wissen wir, dass unser Ergebnis jetzt eine positive Zahl ist. Ist ein bisschen tricky. Aber das ist, wenn wir eine Zahl nehmen und mit dem B-Komplement addieren und wir kriegen einen Überlauf, dann liegt unser Ergebnis als positive Zahl vor. Das heißt, unser Ergebnis ist die 044. Und wir gucken uns jetzt mal das Gegenteil an. Ne? Wenn ich jetzt 14 minus 58 rechne, dann komme ich auf jeden Fall auf was Negatives. Nee, alles gut, weil das ist. Genau, hier müssen wir es. Genau, aber wir müssen ja wissen, warum wir nicht umwandeln. Und das ist tatsächlich für uns, der Überlauf ist für uns tatsächlich der Merker, dass wir es nicht umwandeln müssen. Ja, und jetzt machen wir das mal umgekehrt. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall irgendwie ein negatives Ergebnis rausbekommen. Also deswegen habe ich so kleine Zahlen genommen, weil man dann selber noch sieht, da muss ja das eine oder andere rauskommen. Möchtest du. Ja. Da wir jetzt keinen Überlauf haben, ist das negativ. Genau, also. Aber dann ist er ja noch 9. Das finde ich nicht schön. Genau, da ist noch eine 9, das findest du nicht schön. Soweit auch erstmal gut und erstmal richtig. Also nochmal schrittweise schauen. Wir haben die 0,58 ins 10er-Komplement gesetzt. Das haben wir gemacht, indem wir durch Invertieren das 9er-Komplement erreicht haben, 9,41. Dann haben wir 1 auf die letzte Stelle addiert, 9,42. Dann haben wir unsere 0,14 genommen, haben die 9,42 addiert, statt sie abzuziehen und haben jetzt ein Ergebnis 956. Wir haben diesmal keinen Überlauf. Das ist für uns der Merker, dass wir eine negative Zahl gekriegt haben und diese negative Zahl, um den dezimalen Wert da, also den normal dezimalen Wert wieder rauszubekommen, wenn die Zahl nicht im eben nicht im Zehnerkomplement ist, weil diese Zahl ist ja quasi eine negative Zahl im Zehnerkomplement, dann müssen wir sie einmal wie eben einmal rückrechnen, um dann unseren eigentlichen dezimalen Wert davon rauszubekommen. Puh. Ja, das heißt, wir. Genau, 043 wäre 9er Komplement. Wir müssen noch eine 1 addieren. Und dann sind wir auf 044. Und das Ganze ist aber eine negative Zahl an der Stelle. Also da müssen wir uns dann wieder daran erinnern, dass wir jetzt ja quasi das umwandeln müssen. Das heißt, unser Ergebnis ist dann die minus 44, die wir hier hatten. Und das ist deswegen sehr wichtig, dass ihr eben guckt, habt ihr den Überlauf oder habt ihr keinen Überlauf. Damit ihr entsprechend seht, ist das jetzt eine Zahl, die quasi eine negative Zahl ist im Zehnerkomplement oder nicht. Soweit so nachvollziehbar. Okay. Ich weiß, man muss mal meinen Kopf so ein bisschen darum rumdenken. Ja. Genau, grundsätzlich, ne, wenn wir jetzt das Ganze mit Dualzahlen machen,
wäre es dann quasi das Gleiche, dass wir dann eben auch gucken müssen, haben wir diesen Überlauf oder haben wir ihn nicht, achten halt dann darauf. In der Hausaufgabe zum Beispiel wird euch gesagt, rechnet mit 12 Dualstellen. Also macht wirklich eure 12 Dualstellen, damit ihr sehen könnt, habt ihr den Überlauf oder nicht. Sonst wird es nämlich irgendwann schwierig. Da wir eh gleich nochmal mit Dualzahlen rechnen, würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle dann auch so sein. Und kommen erstmal zu dem Thema Gleitkommazahlformat IEEE 754 und was da eigentlich noch so mit hintersteckt. Also, angenommen, wir sollen eine Dezimalzahl, die wir haben, in eine Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit nach dem Format IEEE 754 umwandeln. Dann sollten wir vielleicht einmal wissen, wie ist dieses Format überhaupt definiert. IEEE 754, einfache Genauigkeit heißt 32 Bit, 64 Bit wäre doppelte Genauigkeit. Das erste Bit ist das Vorzeichen. Hier mit dem V einmal dargestellt. Dann haben wir 8 Bit für den Exponenten in Access 127 Darstellung. Also da hattet ihr ja schon mal gedacht, brauchen wir es nicht für irgendwas. Hier taucht das genau auf. Also das heißt, der Exponent ist eine Zahl, die in Access 127 Darstellung gewandelt wurde. Das sind die nächsten 8 Bit. Alles gut. Alles gut. So, und dann ne, 32 Bit minus 9 Bit, dann bleiben uns noch 23 Bit über und die werden genutzt für die Mantisse in normalisierter Darstellung. Das sind ganz viele. Es kann sein, dass in Aufgabenblättern gesagt wird, die so und so viel ersten Bit der Mantisse reichen, anzugeben. Das können 4 Bit sein, das können 8 Bit sein, das hängt so ein bisschen von den Aufgabenstellungen ab. Das soll nur verhindern, dass ihr immer ewig viele Zahlen schreiben müsst. Weil es kann sein, dass die Unterschiede bei den Aufgaben immer nur in den ersten 8 Bit sind. Das sind dann die hier. Und dass alle dahinter eh immer nur 0 sind. Und damit ihr nicht ewig viel schreiben müsst, wird eventuell in den Aufgaben von Andreas Meder stehen, die ersten x Bit der Mantisse reichen anzugeben. So, das heißt, wenn eine Zahl, eine Dezimalzahl umgewandelt wurde und in einer Darstellung ist nach IEEE 754-Format, dann haben wir bei einfacher Genauigkeit diese 32 Bit in der Reihenfolge vorliegen. 1 Bit Vorzeichen, 8 Bit Exponenten und dann 23 Bit Mantisse. So, hätten wir jetzt 64 Bit, na, dann müssten wir schauen, dann haben wir 11 Bit für den Exponenten. Und damit bleiben dann summa summarum noch 52 Bit für die Mantisse über. Genau, dann müsst ihr halt entsprechend dann schauen, wie das jeweils auch definiert ist. In der Hausaufgabe steht aber auch einfache Genauigkeit und das heißt 32 Bit. So, wie komme ich denn jetzt von meiner Dezimalzahl dazu, dass ich das Ganze alles habe? Was können wir, ja, was mache ich mit meinen? Also ich habe jetzt, wir machen das mal mit der 10 im Dezimalsystem. Was könnt ihr mir schon sagen, was wisst ihr schon vielleicht oder wo müssen wir was rechnen? Um das jetzt in eine Zahl umzuwandeln, die im IEEE 754-Format ist. Die 10, genau. Dezimal 10. So. Ja, gern. Vorzeichen, ja. Genau, das Vorzeichen ist 0. Wir haben eine positive Zahl vorliegen. Das heißt, wir können direkt das Vorzeichen 0 setzen. Hätten wir negative Zahl, dann wäre das Vorzeichen 1. Das IEEE 754-Format ist eine Dualdarstellung. Wir sind jetzt am ehesten, falls ihr auf dem Aufgabenblatt guckt, wir sind am dichtesten bei 4,4. Ich komme danach gleich nochmal dann zu 4,3 zurück, weil das so ein bisschen anders ist. Also falls ihr euch da jetzt gerade wundert.
So, und IEEE 754-Format ist halt in dual oder binär definiert. Da gibt es ja jetzt nicht irgendwie einen, so machen wir das jetzt im Dezimalsystem. Gut, wir haben das Vorzeichen. Das heißt, wir brauchen noch Exponent und Mantisse. Wie kommen wir denn da weiter? Was müssen wir vielleicht als nächstes machen? Ja? Überlegt, welche Zweierprozents passt die 10 rein? Nee, an der Stelle bist du da ein bisschen in eine andere Richtung Ja, ich unterwegs. habe auch heute die von diesem Prozent. Ja, verstehe ich, dass man manchmal auch eine Vorlesung verpennt. Das ist alles gut. Deswegen bin ich ja auch heute hier, damit ihr trotzdem irgendwie mit den Aufgaben zurechtkommt. Der wichtige Hinweis ist hier, die Zahlen liegen in normalisierter Darstellung vor. Also müssen wir uns dann erstmal überlegen, was heißt denn eine Dualzahl in normalisierter Darstellung? Weiß das wer von euch? Okay, also normalisiert heißt, wir haben, es gibt quasi nur eine von null verschiedene Stelle vor dem Komma. Und das ist also, es kann ja nur eine 1 sein bei Dual. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein 1, irgendwas vorliegen. Es darf vor der 1 nicht noch irgendwas anderes sein. Es muss 1, irgendwas sein, damit wir die Zahl überhaupt in diese Art Wert umwandeln können oder ja, so schreiben können, heißt natürlich, dass wir dafür das Komma verschieben müssen. Und wenn wir das Komma verschieben, dann ändert sich automatisch unser Exponent erstmal mit. Das heißt, normalisiert heißt, wir müssen das Format 1, irgendwas haben. Nicht 10, nicht 1, 0, irgendwas, nicht 1, 1, irgendwas, 1, irgendwas. Und das müssen wir im Dualsystem machen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an. Unsere Zahl 10 im Dezimalsystem ist ja das ganze 1010 im Dualsystem. Und wenn ich das jetzt mit dem Exponenten schreiben würde, heißt das ja erstmal nichts anderes als 1010 mal 2 hoch 0. Weil 2 hoch 0 ist 1. So. Und 1010 ist aber nicht normalisiert, weil jetzt habe ich 4 Ziffern vor dem Komma. Das heißt, ich normalisiere das Ganze. 1 mal 2 hoch 1, 1, 1. 010. Ne? Das da muss vor dem Komma sein und alles dahinter hinter dem Komma. Zehn. 1010 ist der duale Wert unserer 10. Und wir müssen die 1 vom Komma haben, weil das ist die 1, die am weitesten links ist in unserem Dualwert. Jetzt haben wir mal 2 hoch 1. Naja, wir müssen auf jeden Fall den Exponenten anpassen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wo war denn das Komma vorher? Das war hier, an der Stelle. Wir haben das um 1, 2, 3 Stellen haben wir das verschoben insgesamt. Ja, in welche Richtung muss ich den Exponenten denn dann ändern? Habe ich jetzt. Ist der Exponent gewachsen oder gesunken? Genau, also der ist gewachsen. Ergibt irgendwie auch Sinn, wenn die Zahl vor dem Komma kleiner wird, damit der Gesamtwert sich nicht ändert, muss der Exponent steigen. Wenn ich die Zahl vor dem Komma kleiner machen würde, also beispielsweise ich hätte ja auch 0,001 haben können, 1, 0 irgendwas, so, keine Ahnung. Wenn das meine Ausgangszahl gewesen wäre, dann hätte ich ja hier das Komma hinschieben müssen, weil das die am weitesten links stehende 1 ist, dann würde meine Zahl vor dem Komma größer werden, also muss mein Exponent kleiner werden. Kann auch negativ werden dadurch der Exponent. So, das heißt aber, wir haben unsere Zahl jetzt normalisiert.
Okay, ich nehme das mal unter das Vorzeichen. Das ist dementsprechend also auch unser erster Schritt. Also Vorzeichen kann man halt immer einfach angeben. Umwandeln in Dualzahl in normalisierter Darstellung. Und jetzt wissen wir quasi schon, wie unsere Mantisse aussieht. Weil unsere Mantisse ist der Teil hier vor unserer Multiplikation. Wir müssen gleich nur noch gucken, wie wir sie angeben. Aber das ist so erstmal an sich, dass wir über die Mantisse genug Bescheid wissen, dass wir gleich unser Endergebnis angeben können, wenn wir soweit sind. Wir brauchen aber noch den Exponenten in Exzess-127-Darstellung. Das können wir jetzt machen, nachdem wir unsere Zahlen normalisiert haben. Jetzt haben wir einen Exponenten, mit dem wir das Ganze anfangen können zu berechnen. Das heißt, wir würden jetzt den Exponenten umwandeln. Wie würde die Rechnung hier aussehen? Ja, jetzt müssen wir einmal gucken. Jetzt sind wir ja, wir haben unsere Zahl und wir wollen sie jetzt in die Exzess-127-Kodierung kriegen. Bei Aufgabe 1 war es so, wir hatten eine Zahl in Exzess-127-Kodierung und wir wollten wieder rausfinden, was war der ursprüngliche Wert. Deswegen haben wir da den Exzess abgezogen. So, jetzt müssen wir hier aber einmal umgekehrt rechnen. Und zwar, wir haben unseren Exponenten, das ist die 3. Und wir würden unseren Exzess dann darauf addieren. Die 127. Und sollten dann auf in dem Fall 1 mit 6 Nullen und dann 1 0 am Ende rauskommen. Das heißt, wir haben unseren Exponenten genommen, den Exzess, hier in dem Fall 127, addiert, damit wir eine Zahl in Exzess-127 Darstellung kriegen. Soll das jetzt eine -127 sein? Diese 0111, also, ach nee, das ist ja eine positive Zahl, Entschuldigung. Das ist eine positive Zahl und das ist auch, also hier haben wir, bei Exzess haben wir nicht dieses Plus-Minus an der Stelle durch ein Vorzeichen. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon alles, um die Zahl anzugeben. 2IIi754. So, dann schauen wir mal, wie gut kommen wir da durch. Wir haben unser Vorzeichen berechnet, wir haben die Dualzahl in normalisierte Darstellung umgewandelt und wir haben den Exponenten umgewandelt. Eine Sache ist noch wichtig. Die Definition sagt, dass die Zahl in normalisierter Darstellung vorliegt. Das heißt, immer wenn wir eine Zahl im Gleitkommaformat nach IIIi754 haben, ist das eine Zahl in normalisierter Darstellung. Das heißt, unsere Mantisse hat immer irgendwie die Form 1, irgendwas, um ein Zeichen mehr darzustellen. Wird deswegen die 1 vor dem Komma nicht mit angegeben, weil es ja immer 1, irgendwas ist, ne? Deswegen braucht man die nicht mit angeben. Also sie wird dann halt eben nicht mit angegeben. Die wird weggelassen. Und diese 23-Bit-Mantisse, das sind damit alle Stellen hinter dem Komma. Heißt umgekehrt auch, wenn ihr irgendwo eine Mantisse vorgelegt bekommt, sei sie beispielsweise folgendes: 1011. Und es wird gesagt, das sind die ersten 4 Bit der Mantisse.
von einer Zahl im IEEE 754-Format, dann heißt das, dass unsere Mantisse 1,1011 ist und gegebenenfalls dann noch, je nachdem wie breit sie ist, entsprechend viele Nullen. Ja, durch die normalisierte Darstellung. Ich reite da ein bisschen drauf rum, weil das ist ganz wichtig, dass hier immer diese 1 hier, die wird nicht angegeben, wenn wir die Angabe machen, und umgekehrt, wenn ihr eine Form in der Angabe kriegt nach diesem Schema hier, dass da immer dann da dann wieder die 1 dann vorm Komma dann ergänzt werden muss. Okay, versuchen wir jetzt mal die Angabe. Wer traut sich? Wir haben alles berechnet, wir haben über alles gesprochen. Wer traut sich hier vielleicht mal einen Vorschlag zu machen, wie könnte das jetzt aussehen, unsere Dualstellen nach Angabe IEEE 754? Was ist das Erste, was ich angebe? Ja? Das Vorzeichen 0. Richtig, erst das Vorzeichen, das ist 0. Dann? Exponenten, also 1, 0, 0 und dann 0, 0, 1, 0. Genau, dann der Exponent 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Und dann habe ich gesagt, dass wir alles, was in deinem Komma steht, von der Normalisierung, das war das, die limitierte Mantisse, würde ich dann 0, 1 und dann 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bis wir die Nullen von 22 Bit erreicht haben. Genau. Genau richtig. Mit einer Kleinigkeit. Also ich gucke nochmal gehe nochmal von vorne durch. Wir haben die 0 angegeben, das Vorzeichen. Dann haben wir unseren Exponenten in Excess 127, das, was wir ausgerechnet haben. Und dann haben wir hier geschaut, die 1 vorm Komma wird weggelassen, das heißt, hier sind unsere restlichen Stellen der Mantisse. 0, 1, 0. Jetzt sind wir irgendwie bei 3 Stellen, aber wir haben ja mehr Stellen. 23 sind es bei einfacher Genauigkeit, das heißt, wir würden das mit Nullen auffüllen. Und zwar mit einer ganzen Menge Nullen. Und wir brauchen jetzt hier aber nicht so viele angeben, weil vorgegeben ist, die ersten 8 Bit der Mantisse reichen. Das heißt, wir würden 3, 4, den Teil hier hinter quasi, würden wir weglassen und bräuchten den nicht angeben. Sondern wir würden dann hier nur 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 angeben. Das hier ist aus der Berechnung, der Rest sind aufgefüllte Nullen. Und ja, es würden dann noch mehr hinterstecken. Nur damit ihr nicht so viel schreiben müsst, reicht dann da weniger. Also nur kurz gucken, in der Hausaufgabe ja, steht auch die 8 höchstwertigsten Bit. Also die 8 höchstwertigsten Bit der Mantisse heißt dann die ersten 8 hinterm Komma. Ja. Und das ist dann auch dann die Angabe nach IEEE 754. Was würde sich jetzt ändern, wenn ich statt 10 minus 10 genommen hätte? Ja? Genau, dann würde sich dann nur das Vorzeichen ändern. Also dann würde ich hier ganz vorne eine 1 statt einer 0 stehen haben. Wie ist das mit Kommazahlen? Wir haben ja auch Dualzahlen, meine ich, letztes Mal umgewandelt. Also auch da ja irgendwie mit Komma uns angeschaut, wie gehe ich denn da eigentlich mit vor? Vorkommastellen, Nachkommastellen. Also ich wandle erstmal um, sodass ich meine Dualzahl habe. Und dann, das hatte ich ja eben hier so auch als Beispiel, es kann ja sein, dass ich hier irgendwie was habe von entweder so, dass es so eine Variante ist, oder ich habe halt 0, irgendwie sowas. Das sind ja alles mögliche Dualzahlen, die dabei rauskommen können. Es kann auch sein, dass ich nicht einfach nur direkt so die Zahl habe, sondern dadurch, wie sie dann steht, vielleicht auch dann schon irgendwie einen Exponenten habe. Also haben wir jetzt, glaube ich, in 4,4 hätten wir es dann noch nicht.
Aber es kann ja auch sein, dass ich so eine Zahl erstmal habe, die ich dann weiter umwandeln muss. Dann würde auch hier jeweils das sein, ich normalisiere, suche mir also meine erste 1 von links, verschiebe das Komma und dann muss ich den Exponenten anpassen. Und entweder habe ich halt einen Exponenten schon vorher und passe den an, oder ich starte quasi mal 2 hoch 0 und von da aus schiebe ich ihn dann auch. Genau. Das sollte eigentlich für 4,4 euch ermöglichen, dass ihr die alle berechnet. Schauen wir nochmal auf 4,3. Was ist dort angegeben? Wir haben den Punkt, geben Sie die folgenden dualkodierten gemischten Zahlen, geben Sie für die folgenden dualkodierten gemischten Zahlen den Dezimalwert und die IEEE 754 Gleitkomma-Darstellung an. Das heißt, in dem Fall fangen wir nicht mit einer Dezimalzahl an, sondern der Unterschied ist, wir haben schon eine Dualzahl vorliegen. Und das heißt aber, ihr müsst zwei Sachen immer machen. Das eine ist, ihr müsst den Dezimalwert ausrechnen. Also das heißt, ihr wandelt um von Dualzahl nach Dezimalzahl, zum Beispiel mit Potenzreihen, dass ihr die einfachen Potenzreihen 1 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 und so weiter, einmal das dann aufschreibt und zusammenrechnet. Damit habt ihr dann die Dezimalzahl. Und wenn ihr den IEEE 754 Wert angeben wollt von der Dualzahl, was müsst ihr da machen? Also in 4,3, ihr habt Dualzahlen vorgegeben und ihr sollt die in IEEE 754 einfache Genauigkeit angeben. Was müsst ihr machen mit den Zahlen? Ja? Genau, normalisieren als erstes und dann? Wie bitte? Genau, also im Endeffekt das, was wir hier gemacht haben, also für die 4,3 ist quasi dieser Step hier, nee, warte, der Step ist das im Endeffekt, der ist ja schon passiert, also dass irgendwer vielleicht mal eine Dezimalzahl in Dual umgewandelt hat. Und das heißt, ihr macht genau einfach die Schritte, wie wir es eben gemacht haben. Ihr normalisiert in 4,3 die Dualzahlen. Ihr passt den Exponenten dann, also ihr wandelt den Exponenten um und ja, beachtet das Vorzeichen und dann könnt ihr es auch in IEEE 754 angeben. Also sind zwei Sachen, die ihr in 4,3 machen müsst. Einmal umwandeln in Dezimalwert und einmal die Berechnung in IEEE 754. Okay, wenn dann keine Fragen sind, dann würde ich sagen, gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Schritt. Ja, wir haben, also Schritt 2 ist Exponenten umwandeln. Das heißt, wir nehmen den normalisierten Exponenten. Oder, das klingt jetzt doof, den Exponenten aus der normalisierten Darstellung. Sagen wir mal so. Das ist hier die 2 hoch 3. Das heißt, den Exponenten, den wir hier haben, den wandeln wir einmal in eine Dualzahl um. Und dazu addieren des Exzesswertes. Hier ist das die 127. Ich sage hier 127, weil es könnte halt sein, wenn man jetzt nicht IEEE 754 nimmt, sondern irgendeine andere, also weiß nicht, falls irgendwie euch gesagt wird, sollt es angeben nach dem Format und das ist jetzt definiert als statt Access 127 ist es Access 63 oder sowas, dann würdet ihr halt die 63 addieren an der Stelle. Okay. Dann bleibt jetzt noch, ja, nochmal was zu Gleitkommazahlen. Es kann sein, dass wir uns ein, ja, wir gucken uns ein kürzeres Format an.
das zum Beispiel folgendermaßen definiert sein kann. Also grundsätzlich, wir haben ein V. V steht wofür? Ja? Vorzeichen. Ja, nicht lachen, manchmal, ne, auch Kleinigkeiten, ruhig einmal. Ich frage auch sowas gerne mal, dann wisst ihr auch, dann habt ihr es verstanden. Dann haben wir XP, in dem Fall für den Exponenten. Und wir haben eine Mantisse, die in irgendeiner gewissen Access-Kodierung angegeben ist. In der Hausaufgabe ist es Access-127-Kodierung, ist für euch wieder total einfach. Wir machen jetzt mal eine Access-1-Kodierung. Okay, ist auch total einfach, hat aber damit zu tun, ich habe nicht den Platz für große Werte hier gerade. Und angegeben ist, also das heißt, das sind erstmal, wie viel Bit brauche ich für die Gesamtdarstellung? Kann das jemand schon, versteht jemand, wie das hier ist? Ja? 5, genau. 1 Bit fürs Vorzeichen, 2 Bit für einen Exponenten, 2 Bit für die Mantisse. Das ist jetzt so, wie ich mein Format definiert habe. Das sind irgendwie 5 Bits, die da sind. In der Hausaufgabe habt ihr 1 Bit für ein Vorzeichen, 8 Bit für einen Exponenten, 7 Bit für eine Mantisse. Heißt natürlich, da würdet ihr ganz andere Zahlen mit darstellen können. So, und jetzt müssen wir einmal schauen. Wie bitte? 4.5 jetzt. Jetzt verweise ich auf 4.5, ja. Genau, also klar, Vorzeichen kann da nur 0 oder 1 sein. Also da gibt es gar nichts was anderes, was das sein kann. Aber die anderen Werte oder die anderen Bereiche können nochmal ganz andere Werte annehmen. Und dafür sollte man dann überlegen, wie viel das sein kann. Es hat auch noch so einen Punkt mit normalisierten Zahlen, nicht normalisierten Zahlen. Ich weiß nicht, ob das schon in der Vorlesung dran war, aber es geht nochmal bei nicht normalisierten Zahlen da. Also normalisiert haben wir 1, irgendwas. Jetzt kann es aber sein, dass man auch noch sehr, sehr kleine Zahlen hat, die man darstellen will. Und nicht normalisiert ist dann 0, irgendwas. Um halt noch kleinere Zahlen darstellen zu können. Das heißt, was wir über nicht normalisiert wissen, ist, wir haben 0, irgendwie vorliegen. So. Genau, wir haben normalisierte, wir haben nicht normalisierte. Manchmal wird auch gesagt denormalisierte. Und es gibt noch den Verweis auf die, ich glaube, Folie 193. Ja, 193, 194, das ist sicherlich dann zu Hause auch nochmal sinnvoll, wenn man sich das damit dazu angucken würde. Für das Format, wir haben auf jeden Fall besondere Definitionen dabei. Und könnt ihr euch vorstellen, welche Arten von Zahlen so besonders sind, dass man sie mit einem ganz bestimmten Bitmuster abbilden möchte? Ja? Du hast die Folie gerade aufgemacht. Okay, Cosinus, Aktien. Was sind denn da für Zahlen? Was sind denn das welche? Das sind Pi-Werte. Okay, also es geht im Endeffekt dann um Sachen, die ja eigentlich ungültige Werte irgendwie erzeugen. Also es ist mehr die Sache, wenn du es dann rechnen würdest. Zum Beispiel ist da das Beispiel Inf durch Inf in den Folien, also Infinity durch Infinity, unendlich durch unendlich.
Und in der Informatik ist es dann ein Not a Number, NaN. Also im Endeffekt, dass das halt eine ungültige Operation war. Idee ist, dass wenn die Berechnung durchgeführt wird, dann trotzdem nach der Berechnung man beurteilen kann, ob da jetzt ein gültiger Wert rausgekommen ist. Das heißt, wenn diese Berechnung quasi einem Programm, einem Compiler oder auch irgendwie komplett nachgebauten Hardware, wenn das dem gegeben wird, dann muss, wenn dann so eine ungültige Berechnung drin ist, dann sollte am Ende da als Ergebnis dargestellt werden, not a number, das ist eine ungültige Operation gewesen. Das heißt aber, das ist tatsächlich eine der Sachen, die wir irgendwie als Extra nachher herausfinden müssen. Wir müssen eine Möglichkeit haben, am Ende zu sehen, dass wir hier not a number vorliegen hatten. Okay, was noch? Was müssen wir auch noch rausfinden können bei den Ergebnissen? Was wir nicht einfach nur mit einer normalen Bitkette. Oh, nein, das stimmt jetzt nicht. Ja, doch, das eine auch. Das eine, es gibt zwei Sachen. Also das eine können wir mit einer normalen Bitkette abbilden und das andere eigentlich nicht. Noch eine Idee. Welche Zahl im Dualsystem, welche Zahl ist denn vielleicht etwas besonders, wenn ich jetzt irgendwie einfach mal so durchgehe? Ist die 1,0 irgendwie besonders? Ist die 1,1,1 irgendwie besonders? Und ist die 1,1,1 irgendwie anders besonders als die 1,1,1,1? Nee, alles nicht so, ne? Aber es gibt noch eine andere. Sonst, ja. Ich will auf die 0 hinaus, genau. Die 0, die wir übrigens potenziell auch hier dann, ne, wir haben ja ein Vorzeichenbit, also positive und negative 0 haben können. Das heißt, eine besondere Darstellung für die 0. Die wird immer noch so ein bisschen extra gesehen. Was könnt ihr euch denn vorstellen? Was würde ich denn wahrscheinlich haben bei Mantisse und Exponenten, damit ich eine 0 darstellen kann? Eine 0 angeben. Alles Nullen, genau. Dafür könnt ihr euch sonst auch noch mal anschauen. Folie 184. Ne, wobei, nee, 100, was hatte ich eben gesagt? 100, 194 hat das ja sonst auch. Also 184, 194 sind da auch noch mal so ein bisschen zu der Definition des Ganzen, wie ich dann die Bereiche mache mit, okay, das Bitmuster, ich habe den Exponenten 00 und ich habe meine Mantisse 00. Also, okay, ja, wofür steht genau Bitmuster? In dem Fall meine ich hiermit dann jeweils dann den Teil der Bitkette. Bitkette, Bitmuster, ja. Also weil es keine reine, es ist jetzt nicht irgendwie eine Binärzahl, deswegen, um da den Unterschied zu machen, sage ich jetzt Bitmuster. Genau, schreiben wir es nochmal dazu. Positive und negative 0. Ungültige Zahlen, genau. Welchen Wert, was könnte es noch geben? Ich habe es eben einmal schon erwähnt als Beispiel, wodurch Not a Number rauskommen kann. Ja? Unendlich, genau. Auch dafür gibt es eine Variante, um das dann erkennen zu können. Unendlich. Und da wird in der Regel der höchste Exponentwert, also die höchste Bitbesetzung für den Exponenten genommen. Also wenn ich jetzt 3 Bits hätte, wäre es dann 3 Einsen. Hier habe ich 2 Bits, hier habe ich dann 2 Einsen. Und danach alles Nullen. Also eigentlich 0 bis 0, aber ich habe ja hier nur 2 Stellen. Das heißt, hier ist es 0, 0. Damit ich erkennen kann, ich habe bei der Berechnung den Wert unendlich rausbekommen. Da wird mal so ein bisschen anders behandelt als das Not a Number, was auch den Exponenten 2 hat in der Kette. Also ihr seht schon so ein bisschen,
Ihr seht schon so ein bisschen, dass hier diese 1, 1 im Exponenten ist eigentlich, das ist nicht so wirklich ein Wert, sondern es ist der Hinweis für uns, dass hier irgendwas bei der Berechnung komisch war und einfach so ein Hinweiswert. Und deswegen können wir den nicht wirklich mehr für Berechnungen benutzen. Ja, und jetzt in der Mantisse kommt wahrscheinlich alle Seiten auch rein. Die Mantisse kann im Endeffekt ziemlich beliebig sein. Also eins, alles Einsen wäre eine Möglichkeit. Im Endeffekt jedes Bitmuster, das nicht unendlich ist. Weil hier haben wir ja den gleichen Exponenten und damit wir es von unendlich unterscheiden können, jedes Bitmuster, was nicht dieses nur Nullen ist. Das heißt, wie viele Möglichkeiten wäre das hier? Wie viele Not-a-Number-Möglichkeiten habe ich hier? Ja? Drei. Genau. Es kann 0,1 sein, es kann 1,0 sein oder 1,1 sein. Habt ihr mehr Bit für die Mantisse als nur zwei? Dann sind es natürlich mehr. Aber im Endeffekt halt, ja, müsst ihr halt alle Möglichkeiten für die Anzahl der Bits minus 1, weil 1 für 1 halt eben für unendlich reserviert ist. Das eine Bitmuster. Das heißt, insgesamt habe ich hier auch eine Anzahl. Ich habe einmal genau, ich habe hier meine Mantisse mit den 0,0. Ich habe hier die drei Möglichkeiten. Heißt das, ich habe hier genau in dem Format, was ich jetzt hier vorliegen habe für heute Abend, habe ich dann einmal unendlich? Also heißt das, wie viel ist die Anzahl? Die Anzahl an unendlich. Wenn ich angeben soll für, ich habe normalisierte, nicht normalisierte, 0, unendlich und not a number. Und ich soll jetzt die Anzahl angeben insgesamt an Gesamtbitmustern, also diese 5 mal Binärstellen. Wäre dann die Anzahl bei unendlich 1? Guckt euch nochmal das Format an. Wie ist das gesamte Format definiert? Es gibt ein Minus unendlich und es gibt ein Plus unendlich. Genau, also das heißt, auch wenn wir hier unten angefangen haben, schon Dinge zu rechnen, ich habe dann also Anzahl 2 insgesamt. Also ich schreibe es, oh Gott, schreiben wir es mal irgendwie hier so in Klammern rein, weil ich halt Plus und Minus unendlich habe. Das heißt aber auch hier habe ich drei Möglichkeiten. Da schreiben wir 2 mal 1 meinetwegen. Hier habe ich drei Möglichkeiten und auch das kann natürlich potenziell mit dem Vorzeichen Plus oder Minus sein. Das heißt, ich habe 2 mal 3 als Anzahl hier. Ne? Einfach da einmal bitte mit drauf achten. Okay, dann fehlen uns noch die normalisierten und die nicht normalisierten. Für die nicht normalisierten oder denormalisierten, ich weiß gar nicht, ist das einheitlich angegeben? Okay, bei euch heißt es denormalisiert, ich ändere das mal ganz schnell. In den Folien heißt es jetzt mal denormalisiert, in der Hausaufgabe heißt es nicht normalisiert. Denormalisiert gleich nicht normalisiert an der Stelle. Meine Güte, immer, schreibt das nicht mal sicherheitshalber euch nochmal hin. So, für die Denormalisierten gibt es auch eine Vorgabe, wie der Exponent auszusehen hat. Auch hier so ein bisschen so als Achtung, das ist irgendeine besondere, also im besonderen Zusatzformat.
Auch hier wird gesagt, wir haben den Wert 0,0 vorliegen. Das heißt, wir müssen aber natürlich gucken, wir haben hier irgendwie schon die 0, ist ja auch schon mal irgendwo mit 0,0 als Exponent. Das heißt, die Mantisse wird auf jeden Fall nicht irgendwie den Wert 2 Nullen enthalten können. Genau, alles, was nicht 0 ist. Das heißt, wir können hier von 0, 1 bis 1, 1 die Werte nehmen. Und welche dezimalen Werte stecken dahinter? Ja? Wir haben ja den normalisiert, das heißt, wir sind ja immer. Ach so, die 0 kann auch negativ sein, ne? Weil wir 0, irgendwas als Zahl haben. Hatte ich gedacht. Aber es kann ja auch Minus sein. Okay, nee, Kann dann auch ist es Minus sein. 6. Dann ist es 6, weil wir zweimal, also Vorzeichen ergibt zweimal. Der Exponent ist ja sowieso immer 0. Und nur die Mantisse hat dann, wenn wir 2 Bits haben, 3 Möglichkeiten. Okay, genau, wir haben Also die 0,0 nicht abgesehen. genau, wir haben durch die Mantisse drei verschiedene Möglichkeiten an der Stelle. Das heißt, mit Vor- und im Vorzeichen positiv, negativ haben wir insgesamt Anzahl 6 denormalisierte Zahlen hier. Genau, ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, was haben wir eigentlich für Zahlen dahinter stecken? Also da es ja denormalisiert heißt, das heißt, wir haben 0 vorm Komma und wir haben hier erstmal 0,01 bis 0,11 als jeweils dann dezimale Zahlen hier vorlegen. Und wenn wir den dezimalen Wert dann da, also den müssten wir dann einmal umrechnen, um zu gucken, was ist das dann halt der dezimale Wert. Aber vom Grundsatz wichtig ist halt das, was wir hier haben für den Mantisse, dass da hier ja die 0 davor dem Komma ist. Weil ich glaube, ihr habt irgendwo, ihr sollt angeben die Bereiche. Muss ich nur schauen. Genau. Aufgabenteil AA sagt ja, ihr sollt die dezimalen Wertebereiche für Exponenten und Mantisse angeben. Das heißt, da würdet ihr einmal schauen, was ist da der duale Wert und den dann einmal in dezimal umwandeln. So, und dann bleibt jetzt noch, wir haben jetzt ganz viele Sonderfälle. Und jetzt gucken wir die eigentlichen Normalfälle uns an, ganz am Ende. Nämlich die normalisierten Zahlen. Ja, Exponenten. Habt ihr einen Vorschlag? Habt ihr eine Idee, was ich da jetzt schreiben kann? Welche Werte kann der Exponent annehmen? Ja? Genau, alles außer 0, 0 und 0, 1. Also alles außer nur Nullen und alles außer nur Einsen. Weil das sind ja quasi unsere Merker für besondere Werte. Heißt für uns in dem Fall, wir können 0, 1 bis 1, 0. Ja, 1, 0 und 0, 1 sind halt nicht sehr viele. Sind tatsächlich dann nur zwei in dem Fall. In der Hausaufgabe habt ihr natürlich dann mehr. Okay, und welche Werte kann die Mantisse annehmen? Ja? In dem Fall alles, genau, weil ne, durch den Exponenten, wir sind in einem freien Wertebereich, da ist nichts belegt durch irgendwas anderes. Das heißt, in dem Fall von 0, 0 bis 1, 1 kann es alles sein. Das heißt, in dualer Form haben wir dann Werte von 1,00, weil ja normalisierte Darstellung, daher die 1 wieder, bis 1,11. Ja, die 2. Dieses 1,00 und so immer bis 1,11 auch mit angeben oder reicht dann einfach, dass wir dann schreiben vier Werte?
Genau, was reicht an den Stellen? Ihr müsst gucken, es ist so ein bisschen, es sind ja irgendwie hier vier verschiedene Subaufgaben. Also insbesondere A, B und C, die Teile sind so ein bisschen unterschiedlich. Wir können ja mal schauen. Also Aufgabenteil A. Beschreiben Sie, wie das Format aufgebaut ist. Nennen Sie die dezimalen Wertebereiche für Exponenten und Matrize. Das heißt, da würde ich jetzt irgendwie einmal beschreiben, okay, das heißt, wir haben, ja, das ist dann textuell so ein bisschen, hier haben wir einen Exponenten fürs Vorzeichen, 2 Bit für den Exponenten in Access 100. Naja, also bei euch dann Access 127, hier in Access 1-Kodierung, 2 Bit für die Mantisse. Insgesamt sind also, ist das Format 5 Bits am Stück. Dann brauche ich die dezimalen Werte für die entsprechenden Bereiche. Und zwar für Exponenten und Mantisse. Das heißt, ich Bitstring. Bitstring, Bitmuster, Bitstring, Bitstream. Bitmuster, sind so, es heißt eigentlich immer, es ist irgendwie eine Anzahl von Bits, die zusammengehören. Genau, einfach ausschreiben. Bitreihe geht bestimmt auch. Bitarray wäre ich ein bisschen vorsichtig. Bitkette kann man sicherlich nochmal nehmen. So, wieder zurück. Genau, für die Angabe der dezimalen Wertebereiche für Exponenten und Mantisse. Um das machen zu können, habt ihr eigentlich festgestellt, ne? Ich brauche hier genau diese Tabelle, weil ich muss ja wissen, wie viele habe ich überhaupt für normalisierte Form über. Das heißt, damit ich sagen kann, was ich für Exponenten und für Mantisse an Wertebereichen habe, muss ich eigentlich als nächstes einmal diese Tabelle aufstellen, wo ich dann sage, dass da sind erstmal in binär die Belegungen, die möglich sind. Und daraus kann ich dann ausrechnen, was dann hier beim Exponenten möglich ist. Also mein Exponent in Dezimal, was wäre das dann hier? Ne, das ist dann der von 1 bis 2. Minus, weil es Access 1-Kodierung ist, minus 1. Das wäre mein Wertebereich im Dezimalen, den mein Exponent hier haben kann. Hausaufgabe habt ihr andere Access-Werte. Das heißt, da müsst ihr dann auch entsprechend dann einmal gucken. Okay, naja, die Aufgabe ist, den dezimalen Wertebereich für Exponenten anzugeben. Ich kann den Exponenten von 1 bis in dem Fall 2 hier angeben. Es hätte auch sein können, dass ich den von 1 bis 10 habe, ne, wenn es ein anderes Format gewesen wäre. So, jetzt ist mein Exponent aber, dadurch, wie ich das Format definiert habe, ist das noch die Access-Kodierung? Und deswegen muss ich meine Access-Kodierung nochmal da einmal abziehen. Mein Access-Wert. Hier ist es die 1, weil ich das als einer vorgegeben habe. In der Hausaufgabe habt ihr einmal 127 Kodierung und ich weiß gar nicht, die andere 15. Da müsst ihr einmal drauf achten. Und dann soll ich halt eben die Mantisse angeben und auch da muss ich halt eben deswegen schauen, was kann ich eigentlich für Belegung haben für die Bits. Daraus kann ich dann eben mir anschauen, welche Zahlen das dann in so einem Komma-Format im Dualsystem ist. Und jetzt müsste ich das Ganze noch in Dezimal umrechnen. Und das wäre dann die Angabe für meine Mantisse in Dezimaldarstellung. Ich finde das so ein bisschen ungünstig, dass A und B so ein bisschen geteilt ist, weil das sich eigentlich so untereinander eigentlich bedingt. Ja, aber wenn wir das jetzt in Dezimalen machen wollen, dann bauen wir das eigentlich genauso auf wie jetzt, aber rechnen das dann dezimal werden später um. Naja, 1,0 ist der dezimale Wert 1,0.
Und ich kann aber auch, wenn ich jetzt bis 1,11 gehe, ups, ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, nee, jetzt muss ich dann 0,1 in 0,... Ach Gott. Das ist 0,5, so rum. Ne, 2 hoch minus 1 ist 0,5. 2 hoch minus 2 ist 0,25, also wäre das 0,75 und die 1 von davor, dann ist das 1,75 wäre das. Wieder weg, damit ich das ausschalten kann. Naja, das habt ihr ja, also in Hausaufgabe habt ihr sehr, habt ihr ja ein anderes Ende. Ihr habt einen gleichen Anfang, aber habt ein anderes Ende. Ne? Da müsst ihr es ja trotzdem immer noch ausrechnen. Genau. Das heißt, damit würdet ihr das Zahlensystem beschreiben, also um das Zahlensystem komplett zu beschreiben, eben einmal wirklich sagen, was ist eigentlich mit welchen Bitmustern, was steckt dahinter, welche Bits kann man für den Exponenten, was kann man für die Mantisse haben. Dann habt ihr die Aufgabe mit dem Ausrechnen der Anzahl. Genau, das ist dann in C. Wie viele verschiedene Zahlen hat dieses Format für normalisierte Zahlen, nicht normalisierte Zahlen? Irgendwelche Fragezeichen, die ihr für A schon brauchtet eigentlich? Ich glaube, es ist da einfach so als Hinweis gedacht nach dem Motto, hey, denkt bei A daran, dass noch ein paar andere Sachen dabei sind. So, jetzt habt ihr das Tutorium verfolgt, jetzt wisst ihr schon, was dahinter steckt, aber sonst hätten wir es nicht durchgehen können einmal. Das hätte uns dann einfach gefehlt. Dann fehlt uns noch so ein bisschen B, die größte darstellbare, die kleinste normalisierte und die kleinste nicht normalisierte Zahl, wo dann ihr also nochmal gucken müsst. Im Endeffekt heißt diese Aufgabe B, ihr habt ja diesen Bitstring. Wir haben hier jetzt 5. In der Hausaufgabe habt ihr dann ein paar mehr. Da habt ihr, was war das insgesamt? 16 Bit. Genau. Und da sollt ihr halt überlegen, was ist die größte Zahl, die ihr damit irgendwie dargestellt kriegt. Achtung, unendlich ist nicht die größte. Das ist ja irgendwie so ein Ausnahmefall mit irgendwie komisch. Und not a number ist auch irgendwie nicht die größte. So. Null ist garantiert nicht die größte. Das heißt, ihr müsstet halt schauen, wie könnt ihr mit den anderen Bits, wie ihr das belegt, wie kriegt ihr die größte Zahl halt irgendwie dargestellt. Also das heißt, wie belegt ihr diese 5 Bits, dass ihr die größte Zahl zusammenkriegt? Das mache ich jetzt hier mal nicht, weil das lasse ich jetzt euch doch nochmal zum Nachdenken zu Hause. Gucken wir das zweite an. Die kleinste normalisierte Zahl. Auch da überlegt beim String einmal. Deswegen ist es halt auch so, dass ihr diese Teilaufgabe da hattet, dass ihr die Wertebereiche in Dezimal euch mal vorher anschauen solltet. Weil das soll euch helfen, an der Stelle zu überlegen, okay, wie kann ich da was zusammenbauen, die größten oder kleinsten Werte zu kriegen. Die kleinste normalisierte Zahl. Achtet an der Stelle darauf, dass in dem Aufgabentext steht, die Beträge folgender Zahlen. Das heißt, wir haben hier jetzt auch keine negativen Zahlen in einer Form. Das heißt, euer Vorzeichen wird positiv sein, da steht Beträge. Oder? Doch, genau, da, Beträge. Ja, und dann guckt eben bei den normalisierten Zahlen. Also nach dem Typus normalisierte Zahlen, was ist damit dann die kleinste, die ihr darstellen könnt? Und dann gibt es noch die kleinste nicht normalisiert oder denormalisierte, da halt dann nach dieser Variante auch wieder 5 Bit, also nicht 5, sondern 16 in der Hausaufgabe angeben. Und den dazugehörigen Dezimalwert bitte auch. Genau, damit solltet ihr dann 4a, b und c endgültig dann noch abgedeckt haben. Und in d
habt ihr eigentlich nur noch mal ein anderes Format vorgegeben bekommen und ihr sollt halt dann beschreiben, wo ergeben sich dadurch Unterschiede. Also ihr seht ja jetzt quasi schon allein durch das Format, was wir uns angeguckt haben und das Format, was für die Hausaufgabe vorliegt, dass da Unterschiede sind. Und genau das Gleiche ist dann halt auch noch mal zu dem Format, was in 4, 5D euch angegeben ist. Es wird Unterschiede haben zu dem, womit ihr A, B und C berechnet habt. Und das sollt ihr da halt einmal beschreiben. Genau. Damit haben wir jetzt, glaube ich, auch das Blatt durch. Fast eine Punktlandung, 20.02 Uhr. Dann wünsche ich euch eine gute Woche und viel Erfolg beim Aufgabenblatt.